Wollen wir nicht zur Hütte? Nein, ich gehe schon ins Dörfli. Na? Ich plane eine kleine Überraschung für Peter. Ich werde seinem Vater ein Telegramm schicken und ihn bitten, uns am Wochenende zu besuchen. Wirklich? Fantastico! Das macht Peter bestimmt sehr glücklich. Und dann schenkt er mir ganz viel Honig. Mm. Rico, du bist ja ein kleines Schlitzohr. Verzeihung, sind Sie Anton Bendorf? Ganz recht. Ein Telegramm. Ah, vielen Dank. Ich hab zu danken. Bist du sicher? Morgen kommt er? Ja, mit dem 2-Uhr-Zug. Aber du darfst Peter nichts verraten. Es soll eine Überraschung werden. Mein Mund ist fest verriegelt. Du meinst versiegelt. Deine Lippen sind versiegelt. Wo ist der Unterschied? Auf geht's, meine Hübschen. Grüßt euch, ihr zwei. Grüß dich, Peter. Ciao. Wenn ihr nichts dagegen habt, lasse ich euch die Ziegen heute alleine hüten. Ich hab nämlich beschlossen, meinen Honig schon früher zu ernten. Meinst du mit früher etwa heute, nicht erst morgen? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. ach, das ist doch nur ein Sprichwort. Ich meine, vielleicht wäre morgen ja doch besser dafür. Wozu noch warten? Ich hol meine Ausrüstung. Bin gleich wieder da. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, Rico, damit Peter seinen Honig erst morgen erntet. Wir könnten ihm doch sagen, dass sein Vater kommt. Dann wartet er bestimmt. Ja, aber dann wäre es doch keine Überraschung mehr. Ah, da hast du recht. Heidi, Rico, einen schönen Tag, Kinder. Dir auch, Brigitte. Gehst du runter ins Dörfli? Ja, ich will die Wäsche zu den Kellers bringen. Aber ich werde wohl mehrmals laufen müssen. Wir können das erledigen, wenn du willst. Das wäre mir eine große Hilfe, aber die Körbe sind schwer und ihr seid nur zu zweit. Peter kann auch einen tragen. Stimmt's, Peter? Ach ja? Was tragen? Wir tun deiner Mutter einen Gefallen und bringen die Körbe ins Dorf. Aber ich kann nicht. Peter, die Kellers warten schon darauf. Sei so nett. Aber ich hab zu tun, Mutter. Die Imkerei ist eine ernste Angelegenheit. Ja, einen Haushalt führen auch. Ich kann mich nicht allein um alles kümmern. Jetzt sei nicht so. Tu ihr den Gefallen. Der Honig läuft dir doch nicht davon, Peter. Na schön. Her damit. Sehr gut. Aber beeilt euch.